willkommen zu den Adventsandachten der Matthäusgemeinde in diesem Jahr. Treffend sind sie überschrieben mit dem Thema Jetzt ist die Zeit und den Themen offen, achtsam, verbunden und beschenkt. Ihnen liegen Bilder zugrunde von einem Maler, nämlich der heißt Herrlin. Diese vier Karten werden nacheinander auch gezeigt. Und ich darf ganz kurz zu Beginn vorstellen, wer Herr Herrlin war. Vielleicht hat man es auf den Karten schon erkannt, das sind mittelalterliche Bilder. Und Friedrich Herrlin ist nicht nur irgendein mittelalterlicher Maler, der seine Kunst anonym und in aller Bescheidenheit zur Ehre Gottes ausübte. Herrlin ist ein Vertreter des mittelalterlichen Bürgertums. Wir sehen an ihm das aufblühende Selbstbewusstsein der immer reicher werdenden Städte im Mittelalter. Er ist rund 100 Jahre vor der Reformation geboren, man schätzt um das Jahr 1430. Kindheit, Jugend, Lehr- und Wanderjahre liegen im Dunkel der Geschichte. Man darf nur ahnen, welche Lehrmeister er hatte aufgrund der Farbenpracht und der Motive und wie er seine Bilder gestaltete, da nimmt man an, dass Roger von der Weiden da beteiligt war. Das war eine Künstlerwerkstatt in den Niederlanden und auch in Köln muss er wohl auch gelernt haben. Um das Jahr 1466-67, weiß man, hält er sich in Rothenburg an der Taube auf und gestaltet dort den Hauptaltar in der St. Jakobskirche. Allerdings ist er auch ab 1461 in Nördlingen im Ries sesshaft, wo er am Hauptaltar von St. Georg mitarbeitet. Auf Bitten der Stadt Nördlingen tritt er in die Zunft der Maler ein, hat eine große eigene Werkstatt mit etlichen Aufträgen, wie im Mittelalter üblich, mit Arbeitsteilung, wer was macht, und zahlt auch Steuern an die Stadt. Das ist beurkundet. Er heiratet zweimal. In erster Ehe Margarete. Mit ihr hat er 4 Söhne und 5 Töchter. Nachdem Margarete verstorben ist, heiratet er Agnes Jäger. Und man weiß, dass er irgendwann um das Jahr 1500 gestorben ist und seine zweite Frau ihn um 6 Jahre überlebte und sein Sohn Laux die Werkstatt bis 1521 fortgeführt hat. Es war ein reiches bürgerliches Leben, was Friedrich Herrlin hatte, und wir sehen in diesem Advent seine Bilder, die uns so ein bisschen seine Vorfreude und sein Weihnachten zeigen. Lassen Sie sich einfach mit hineinnehmen in diese Welt, die uns vielleicht ein bisschen fremd ist, aber wie immer sehr spannend. Und eins habe ich gelernt aus vielen Videos, es gibt kurze Videos. Mach hoch die Tür.
Von Herzen freundlich bist du, Gott. Dein Licht aus der Höhe wird uns besuchen, wie die Sonne am Morgen aufstrahlt. Und wird uns allen erscheinen, auch in der Finsternis und im Schatten des Todes. Du wirst unsere Füße lenken auf den Weg zum Frieden. Und der Friede wird über unseren Schritten sein. Denn dein ist das Erbarmen, dein ist die Klarheit, dein ist das Licht. Amen. Macht hoch die Tür, singen wir im Advent. Die Tür öffnen, nicht nur bei den Adventskalendern, nein, auch für Gott und das, was er uns sagen will, in unsere innere Vorbereitung im Advent. Je größer die Not ist, desto mehr sehnen wir uns danach, dass sie ein Ende hat und wir erlöst werden. Im Buch Jesaja ist es ein Unbekannter in der Wüste, der dem Volk nach 40-jährigem Exil in Babylon zusagt, dass sie nach Hause kommen dürfen. Er sagt die erlösenden Worte. Hört, jemand ruft, bahnt für den Herrn einen Weg durch die Wüste, baut eine Straße für unseren Gott, füllt die Täler auf, ebnet die Berge und Hügel ein, räumt alle Hindernisse aus dem Weg. Der Herr wird kommen in seiner ganzen Herrlichkeit und alle Menschen werden es sehen. Der Herr selbst hat das gesagt. Wir beten. Du Gott, wartest auf uns, bis wir offen sind für dich. Wir warten auf dein Wort, das uns aufschließt. Stimm uns ab auf deine Stimme. Deinen Sohn sprich uns zu, Jesus, das Wort deines Friedens. Amen. Wir sehen ein Bild von Maria mit dem Jesuskind. Und dazu gibt es Fragen, wofür wir offen sind in dieser Adventszeit. Worauf freue ich mich in der Adventszeit? Wofür möchte ich mich in dieser Adventszeit besonders öffnen? Was möchte ich empfangen? Mit welcher Geste kann ich mich dafür einüben? Ich sehe schon, was einige denken. Jetzt trägt auch noch die Pfarrerin einen Weihnachtspulli. So ein Kitsch aus Amerika. Wie kann sie das nur machen? Da laufen doch schon im Fernsehen die amerikanischen Filme, wo alle diese Pullis anhaben, in denen Menschen dann erst sich streiten und sich dann versöhnen, Weihnachtskitsch kaufen und Last Christmas singen. Und jetzt auch noch die Pfarrerin. Wenn wir das Bild von Herrlin anschauen, dann denkt niemand das. Doch er macht eigentlich genau das Gleiche wie die Weihnachtsfilme und der Weihnachtspulli. Wir erkennen natürlich sofort Maria und das Jesuskind. Deutlich ein Junge, nämlich ohne Windeln, wie es in der Bibel steht. Und eine gut genährte Bürgersfrau mittleren Alters mit kostbaren Gewändern und fast zu kostbarer Tapete mit Goldgrund im Hintergrund hat so gar nichts mit der Teenager-Mutter Miriam im Stall von Bethlehem zu tun. Diese Mutter schaut die Bildbetrachtenden an. Übrigens auch nicht in voller Freude, wie mir scheint, sondern eher etwas ernst und sorgenvoll. Und das Jesuskind ist schon sehr selbstständig. Es schnappt mit der Hand nach dem Buch, wie das Kinder oft zu tun pflegen, wenn sie Papier sehen. Und das Buch hält sein Schreiber, Evangelist Lukas, in den Händen.
Dass es Lukas sein muss, sieht man daran, dass ein kleiner geflügelter Stier, der darüber um die Ecke schaut. Lukas hält die Seite fest. Das Jesuskind scheint aber vorzugreifen im Buch, als wolle es mitteilen, welche Bedeutung es noch haben wird, nachdem es geboren ist. Die zweite Hand hat Lukas einem anderen Mann im Vordergrund auf die Schulter gelegt. Vertrauensvoll. Und das ist Herrlin, der Meistermaler. Er hat Maria und Jesus so gemalt. Sehr selbstbewusst. Er hält seine Hände so wie manche Politiker bei ihren Reden vor sich, aber er hält sie wahrscheinlich so, dass er sie zum Gebet falten will. Im Hintergrund ein Engel, der ein Auge auf die Menschen hat. Überhaupt die Augen. Sie zeigen, was hier alles so zwischen den Personen geschieht. Das Jesuskind schaut zum Himmel. Und der Engel auf Lukas und Herrlin. Lukas hat Augen für Maria. Und Herrlin? Er scheint fast ins Leere zu schauen, in die Weite, wie in Trance. Ist das die Zukunft? Denkt er daran, wie er in seiner Zeit, fast 1500 Jahre später, mit seinen Bildern die Menschen für Weihnachten öffnen kann? Es gelingt ihm durch die Augen von Maria, die uns anschaut, mit der sehr offenen Frage, was macht ihr draus? Was macht ihr aus diesem hilflosen kleinen Wunder, das ich in meinen Armen trage? Wo ist Weihnachten bei euch? Erkennt ihr, wo der wahre Reichtum liegt? Die Menschen im Mittelalter verehrten Maria als Mutter Gottes aus sehr verschiedenen Gründen. Manche können wir davon heute nicht mehr nachvollziehen. Aber auch wir verstehen, dass Mütter am Leid ihrer Kinder mittragen, auch wenn diese schon erwachsen sind. Und dass sie das sind, was in der Andacht auch ja ein Stück weit so der Wunsch ist, dass Mütter offen sind, den Weg ihrer Kinder mitzugehen aus Liebe, egal was auch immer geschieht. Das wird auch von Maria so berichtet, dass sie bei allem dabei ist, was Jesus tut, auch wenn sie leidet. All das scheint jetzt in ihrem Blick zu liegen. Nicht so ganz Merry Christmas, aber das damalige Verständnis von Weihnachten. Und in keines der Gesichter Mariens, die wir noch sehen werden, hat Herrlin so viel Kunstfertigkeit gelegt wie in dieses. Offen und bereit sein für das Wunder und alles, was damit zusammenhängt. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen. Wir singen das Lied aus dem Gesangbuch, die Nummer 21, seht auf und erhebt eure Häupter dreimal. Lasst uns beten.
Lasst uns auf Adventswegen gehen, ausgetreten die Pfade unter unseren Füßen, tausendfach begangen, und doch ist da heute ein Zeichen am Rande. Das hat wohl einer genau für mich aufgestellt. Im Dunkel lauschen, unter vielen Worten, altbekannt, klingt das eine, tausendfach gehört, und doch fällt es heute wie neugeboren in den Tag, als habe es einer erfunden für mich. Amen. Um Gottes Segen. Manchmal sind es Momente nur, die dich dir einprägen, als wollten sie reichen für ein ganzes Leben. Ein Wort findet dich. Du findest ein Wort. Du bist angesehen und fühlst dich verstanden. Du siehst an und verstehst. Ich wünsche dir Momente, die deine Zeit aufleuchten lassen und sie erfüllen mit Sinn. Amen.